Wollen wir nochmal neu begrüßen? Ah, ne, wir haben ja noch unsere Begrüßung. Das ist Part 2, also nö, dann kommen wir mal schneller voran. Willkommen zu Part 2. Willkommen zu Part 2, guckt euch den ersten Part an. Genau. Jetzt wäre nämlich die Frage, wie wollt ihr, dass ich meins aufdecke, oder wollt ihr einfach, dass ich... Naja, ich war voll egal, ich decke einfach auf. Wir können ja erstmal, also ich weiß nicht, ob Alien drin ist. Alien wäre zum Beispiel was. Okay, das machen wir gleich, aber so. Eigentlich habe ich eine... Eigentlich muss ich euch ein Geständnis machen. Es gibt nur einen Film für mich. Ja, sehr, sehr witzig. Der ist trotzdem drin. Kubrick ist drin. Pass auf, 2001 ist drin. 2001 ist drin, pass auf, achte. 2001 ist nicht drin, das ist schon nicht der Fall. Naja, aber ich würde, wie sagt Alien, würde ich sagen. Oder Witz, jetzt hast du noch irgendwas. Nee, ich fand die Überleitung ganz gut. Kubrick ist drin, 2001 ist zwar nicht drin, aber dafür haben wir das hier. Yes! Das wäre mein so Nicht-Troll-Pick gewesen tatsächlich. Weil ich würde gerade sagen, ich habe nämlich neulich drüber nachgedacht, wenn es einen Film gibt von Kubrick, den ich wirklich gut finde, ist es Clockwork Orange. Darüber haben wir geredet den Tag, ne? Darüber haben wir gestern geredet, glaube ich. Nee, da waren wir im Theater. Weil ich finde Clockwork Orange halt am geilsten. Und sowas wie Strangelove finde ich halt ganz gut, war unterhaltsam so. Shining hat halt auch so seine Momente, fand ich. So, aber jetzt komme ich mal zu meiner Shining kann ich nicht ab, weil ich das Buch feier. Nur mal so. Ja, gut. So, okay. Shining hat aber auch ein paar seine Momente. Von allen Kubricks. Ich hab extra jetzt wirklich in letzter Zeit jeden Kubrick, dem ich irgendwie halbwegs was abgewinnen konnte, nochmal neu rewatcht. Was irgendwie sad ist, weil ich habe teilweise jetzt mehr Kubrick gesehen als Tarantino. Du hast doch Kubrick. Ich dachte erst ursprünglich, der Platz wird von Strangelove belegt, weil ich den, to be honest, wesentlich lustiger in Erinnerung hatte. Dann habe ich einen Rewatch, der hatte so seine Momente, aber war jetzt nicht so geil. Ja, fühle ich. Orange ist halt wirklich das komplette Gesamtpaket. Du hast einen absolut irredeemable Psychopathen, den du eigentlich auch eigentlich ein bisschen Böses wünscht für seine Taten und alles, was du hast, alles, was er repräsentiert, alles, was er macht. Und dann passiert es ihm, aber irgendwie, es fühlt sich nichts richtig an. Das gekoppelt mit ein paar filmisch interessanten und wirklich guten Taktiken, was Slow-Mos und alles sowas angeht. Bis hin zur Musikwahl, die ab und zu spielt. Der Film hat viel zu bieten, um dich besonders genau in diesen Narrator, in diesen Hauptcharakter zu ziehen und dich das aus seiner Sicht erleben zu lassen. Und das finde ich an dem Film so absolut geil einfach. Ich habe beim ersten Mal gesehen, fand ihn schon gut, und das zweite Mal hat mich halt wirklich mega, mega hart gefesselt einfach. Also selbst die Szenen, die ich beim ersten Mal eigentlich eher mäßig fand, ich habe jetzt erstmal beim zweiten Mal gesehen, mit wie viel Sinn und Verstand die eigentlich sind. Und das hat einfach viel besser geflowt. Ich weiß nicht, woran es genau lag, aber der Film macht es richtig, richtig gut. Also, wirklich richtig gut. Ich muss ja sagen, warum es mein Lieblings-Kubrick ist, oder warum es wirklich der einzige Kubrick ist, den ich richtig geil finde, weil das ist wirklich der einzige Film, wo ich sage, den hätte nur Kubrick machen können. So, weil diese Art, wie Kubrick filmt, diese cleane Art, so diese cleane Art passt perfekt eben zu diesem Inhalt, der halt alles andere als clean ist, wo es ja wirklich eher um so diese dreckigen Seiten geht, diese halt versuchen sauber zu kriegen, so nach dem Motto. Und er filmt das halt mit dieser typischen Symmetrie, aber mit diesem typischen stilisierten, ich meine, es geht ja schon die erste Szene los, wo sie in der Milchbar sitzen, das ist halt schon ikonisch as fuck. Und das ist halt vermischt, die Slow-Mos ist natürlich auch halt auch geil, aber ich hatte irgendeine Szene noch im Kopf. Und das vermischt mit diesem Erzähler. Das ist so geil, diese Sprache, und allgemein, dass er Beethoven immer Ludwig van nennt, ist halt für mich einfach das Lustigste, was ich jemals auf der Leinwand gesehen habe. Das vielleicht nicht, aber ist halt schon geil. Nee, da ist wirklich so viel Comedy auch in allem drin. Also eins kann man vor allen Dingen auch den Anfang. Eins kann man dem Film nicht absprechen, der ist eine richtige Horrorshow, ne?
Also es, ja, aber es ist tatsächlich, um das mal so ein bisschen zu zitieren. Tarantino hat auch gesagt, die ersten 20 oder 30 Minuten da von Clockwork Orange sind mit das Geilste, was er jemals im Kino gesehen hat. Ich hab die auch richtig hart schätzen gelernt, also wirklich mit allem drum und dran. Also du fühlst dich wie ein Psychopath, das zu schauen, du fühlst mit Alex mit, du siehst richtig, du erlebst es aus seiner Sicht die ganze Zeit. Es ist, also wenn es nun wirklich Film steht, gibt, der wirklich für diese Psychopathen-Thriller, Crime-Thriller-Scheiße steht, wo du aus der Sicht wirklich von so einem übelsten Psycho-Killer das alles betrachtest, dann ist der Clockwork Orange wirklich mein Vorzeigematerial. Also der zieht einen rein, der lässt einen das alles miterleben, der lässt einen auch Alex Schmerz miterleben, wenn es dann eben zu seiner Behandlung kommt und zu seiner Heilung und das Ganze. Und das Wiedertreffen mit all diesen Charakteren und alles. Ich würde am liebsten alles erzählen, aber ich kann es nicht. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, denn der Film bietet so viel mehr, als es am Anfang teilweise scheint. Es ist grandios. Banger Film. Grandios. Den will ich auch nochmal rewatchen. Ich glaube, der rutscht dann bei mir auch sehr weit hoch. Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob wir jetzt uns drei Filme, jeder einen von dem 3x3 rausnehmen und dann sagen, die gucken dann alle nochmal und dann reden wir drüber. Können wir gerne machen. Bei mir war es Millennium Actress. Aber bei mir können wir noch ein paar Filme. Wir haben jetzt erstmal einen abgehandelt. Alien wäre mein zweiter Tipp noch. Ist noch nicht drin, wäre aber ein Runner-Up. Ich habe aber einen Film drin, der so ein bisschen stellvertretend für diese ganze Horrorliebe steht und den ich sogar wirklich, ich habe neulich rewatcht und ich habe viel mehr schätzen gelernt, noch zusätzlich zu dem Ganzen. Ich würde ihn jetzt auch einfach mal aufdecken. Ja, du kannst bei dir einfach aufdecken. Und das wäre Lake Mungo. Ah, stimmt. Ja. Ich habe schon ein paar Mal von dem Film erzählt. Der von Dokumentarfilm, ne? Genau. Ja. Der zieht Horror auf ganz anderen Ebenen ab, was ich absolut geil finde. Nicht nur, dass du prinzipiell eine Art Dokumentarfilm hast, also einen Horrorfilm verkleidet als Dokumentarfilm. Der Film meistert diesen schleichenden Horror von wegen, du schaust ein Video und im Hintergrund bewegt sich ein Schatten, so war ja bestimmt nicht. Die nehmen diesen Gedanken, dieses ganze Konzept von wegen, was könnte denn da im Schatten sein, und entwickeln eine Geschichte daraus, wie ich sie im Horrorfilm wirklich noch nie so gut repliziert gesehen habe, die wirklich ihresgleichen sucht. Und du kannst, vor allem, du kannst es halt nicht nur auf Horror bezogen sehen, du kannst es halt auch, weil die grobe Kerngeschichte von Lake Mungo ist, die Tochter einer Familie verschwindet und wird nach ein paar, ich glaube, paar Wochen, glaube ich, tot im See, in dem, na, nicht in Lake Mungo, aber im See bei denen zu Hause gefunden. Und letztendlich erzählt dieser Dokumentarfilm oder dokumentiert dieser Film, wie die Familie mit dem Verlust ihrer halt dieses Mitgliedes umgeht. Und ich glaube, wir haben das alles schon mal alle schon mal irgendwie mitgemacht. Wenn man jemanden verliert oder etwas verliert, was einem wirklich sehr am Herzen gelegen hat, man sieht die Schatten, die Umrisse, man sieht sie überall. Ich habe es neulich erst wieder durchlebt mit meiner Katze. Teilweise träumst du dir immer noch Sachen zurecht, so da ist sie doch noch, manchmal bildest du dir ein, du hörst noch die Stimme, dann denkst du, diejenige Person oder das Haustier oder was weiß ich, läuft gerade noch da, setzt sich zu dir, aber eigentlich geht's gar nicht mehr. Und der Film treibt das so auf die Spitze, dass du das miterleben kannst, mitfühlen kannst, mit anfassen kannst. Und kombiniert das noch mit dieser kriechenden Art von Horror, was meist eigentlich nur diese alten Geisterfilme schaffen. Also Nackenhaare aufstellen ist mehr als nur vorprogrammiert bei allem, was dieser Film macht. Und ich liebe ihn absolut. Und dieser Film steht wirklich stellvertretend für meine Liebe zum ganzen Horrorsegment. Und es verdient irgendwo ganz, ganz weit oben bei mir. Also wirklich. Also kann nicht oft genug erwähnen, wenn jemand Horror liebt, muss man diesen Film gesehen haben. Unbedingt. Ihr dürft gerne.
Das ist der Grund, warum ich den Film noch nicht geguckt habe, weil ich Horror nicht mag. Ich kann halt, bei dem Film kann ich halt schwer einschätzen, also warum ich ihn noch nicht geguckt habe, ich meine, du erzählst ja oft davon. Ich bin halt immer ein bisschen, ich weiß immer nicht, wie weit so eine Filme gehen, deswegen. Deswegen habe ich auch Clockwork Orange immer ganz weit aufgeschoben. Aber Clockwork Orange war halt dann auch nicht so schlimm. Also bei Lake Mungo kannst du dir so vorstellen, stell dir vor, du schaust eine Netflix-Dokumentation über einen True Crime, sag ich jetzt mal. Und hast halt hin und wieder ein paar Bildausschnitte, die wirken erstmal seltsam. Und wenn du, ich sag mal, einen gruseligen Sound drunter legst, ohne dass da jetzt irgendwie ein Jumpscare oder sowas kommt, sondern einfach so ein aufgezogenes Wusch oder sowas gerne mal für sowas verwendet wird in solchen Dokumentarfilmen. Wenn du siehst, da läuft irgendwas vorbei und das ist eigentlich voll mysteriös oder sowas, dann, wenn du realisierst, was es ist, ist es mehr so ein subtiler Horror, den ich halt richtig geil finde. Ja, finde ich auch besser. Weil ich hasse übermäßige Jumpscares. Ja. Ja, das ist absolut liebe dafür aber einen anderen Film, der auch nur Runner-Up ist, Creep beispielsweise. Creep hätte ich nämlich zuerst erwartet, statt Lake Mungo, ne? Also meines stellvertretend für alle Horrorfilme. Ja, unter anderem. Auch eigentlich Alien, um ehrlich zu sein. Aber, ja, Alien oder Creep hätte ich erwartet, aber Lake Mungo, ja, fair. Als ich das so ein bisschen Revue passieren lassen habe und vor allen Dingen auch Lake Mungo nochmal rewatcht habe, holy shit hat er mich gepackt, also... Ach du Scheiße, ich habe echt vergessen, wie sehr ich den Film mag. Es ist halt so, echt fast vergessen. Ich muss halt sagen, es ist halt so witzig, dass ich Horror nicht mag, aber trotzdem zwei Filme in meinem 9x9 habe, die als Horror zählen, und zwar Perfect Blue und Lighthouse. Ja. Halt, das so klassischer Horror. Ist, also, ist schon lustig, ne? Ja. Jo. Flo, willst du noch was sagen dazu? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von diesem Film. Ja, Flo kann nichts anderes außer, jo. Dann war es dann auch. Nee, so, ich habe halt keine Ahnung, was soll ich sagen. Ja, also, das Ding ist, kann wirklich nur empfehlen. Ich hab ihn mir jetzt gerade auf meine Liste gepackt und mal gucken. Also ich bin Horror nicht so abgeneigt wie Paul, gar keinen Fall. Aber ich habe auch genug sehr, sehr schlechte Horrorfilme gesehen. Weshalb ich dreimal überlegt, Horrorfilme anzugucken, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß, genug Scheißhauer habe ich auch schon viel zu viel gesehen. So, aber ich würde auch echt sagen, damit belassen wir es und wir gehen mal ein bisschen weiter. Gibt es einen Star Wars-Stellvertreter? Gibt es einen Star Wars-Stellvertreter? Das ist ein sehr guter. Star Wars 9, 100%. Ja, Star Wars 9 würde ich jetzt sagen, das ist toll. meint ihr dieses Star Wars 9? Nee, das ist Star Wars 9 hat sich auch so am Sack gepackt, glaube ich. Sorry, ich finde das so witzig, dass du einfach Kubrick wirklich, ich glaube, ich habe noch nie einen größeren Rant in meinem Leben gehört, als wirklich dieser wochenlange Rant, als Kevin alle Kubricks geschaut hat. Ja, es hat wirklich nicht aufgehört. Und dann kommt da einfach Clockwork Orange. Wie er damit anfing, ich habe den und den Film geguckt und ich dachte mir so, ja, du hast doch jetzt schon 300 Filme von Kubrick geguckt und weißt, dass du ihn nicht magst. Warum machst aber du denn tatsächlich? Weiter? Aber tatsächlich ist Clockwork Orange genau wie Heat beides eine Empfehlung gewesen von Jonas. Weil ja, aber Clockwork Orange ist doch einer ein recht früher Film sogar, nee, oder? Nee, einer der letzten paar. Achso, aber der ist geil. Also Clockwork Orange ist halt die 70er der Film. Nee. Ich weiß gar nicht, ob deine Aufnahme das mitbekommen hat, aber als du meintest, Shoutout an Jonas, habe ich, glaube ich, ein bisschen so in mich reingenuschelt. So. Ja, ich glaube, ich muss Jonas nachher auch nochmal shoutouten. Ja, hier, Grüße gehen raus und so, ne? Auch wenn er nicht der Grund ist, warum ich es gesehen habe. Du hast erzählt, das fand ich immer sehr wichtig. Nee, ich habe tatsächlich, er war auch nicht der Grund, warum ich 2001 geguckt habe, was das ja alles losgetreten hat, weil da hast du, glaube ich, auch 2001 gedreht. Da hast du ja alle Kubricks durchgeguckt und parallel hat mir Jonas immer wieder gesagt, also weil ich mit ihm dann über 2001 geredet habe. Jonas war so ein Kubrick-Fanboy. Ja, Jonas findet Kubrick richtig geil, weil die Bilder machen was mit ihm und so. Und der findet halt 2001 auch richtig nice und alles. Und dann hat er mir immer wieder gesagt, immer wieder, wenn wir auf Kubrick gekommen sind, egal wie du Kubrick findest, guck einfach mal Clockwork Orange, der ist wirklich geil. Und da habe ich ihn irgendwann mal geguckt und ja, ist wirklich geil. Kann man halt nichts gegen sagen, der Film ist wirklich echt gut. Also, der ist wirklich Bombe. Ist wahrscheinlich auch in meiner Top 15, wahrscheinlich, irgendwie. Je nachdem. Der ist da verdient bei mir irgendwie oben. Ich muss halt noch ein zweites Mal gucken. Wir sollten einfach mal so einen Filmabend machen. Ich meine, Millennium Actress geht nur 80 Minuten, Clockwork Orange geht 2 Stunden noch was? 2 Stunden 20? Ja, 15 waren es, glaube ich. 15, ja, irgendwie so eine Dreh. Sogar. Und dann gucken wir, was wir von Flo noch schauen. Hoffentlich nicht Herr der Ringe 2, die 4-Stunden-Edition, weil das will ich mir nicht nochmal antun. So, weiter geht's. Full Metal Jacket, ne?
So sehr ich den Film auch gerade zumime, ich habe den im Anschluss zu einem anderen Film gesehen, weil ich einfach mal die ein bisschen vergleichen wollte und habe einfach mal gemerkt, wie absolut grauenhaft Full Metal Jacket einfach wieder ist. Besonders alles, was Kubrick gut macht in Clockwork Orange, was du beschrieben hast mit der Perspektive von Alex und Ja, so, das macht er in Full Metal Jacket alles zunichte. Die erste halbe Stunde ist an sich echt gut, finde ich, weil da ist halt noch Dreiviertel viel Stunde, by the Witz. way. Dreiviertel Stunde, aber da ist halt noch viel Ist, schwarzer ja. Humor drin. Das macht richtig dieses Triezen, der eben Hartmann ist ein geiler Ausbilder. Also, das bockt so. Ja, eben. Die ganze Das Nummer. bockt. Das, und dann kommt auf einmal der restliche Part, wo ich mir denke, was soll denn die Scheiße jetzt? So, also. Das Problem ist, nachdem ich es rewatcht habe, habe ich verstanden, was Kubricks Sinn war, weil es soll ja ein Antikriegsfilm sein und du wirst während der Anfangssequenz drauf getrimmt, so Krieg ist geil, du willst glorreich sein, du willst ein Held sein und du bist knallhart und du bist der nächste Motherfucker und kommst dahin und langweilst dich zu Tode. Das Problem ist, diese Langeweile hat er halt auch auf Film eingefangen Ja, und das war, ist halt so ein ich habe mich auch Angle, zu Tode gelangweilt. der ist nicht gut, Und der ist halt legit deswegen nicht gut. Apocalypse Now. So, wisst ihr, Apocalypse Now ist halt auch Antikrieg, aber halt auf so einer anderen Weise, die halt nicht langweilig ist. Deswegen mag ich Apocalypse Now mehr. So. So, warte mal, dann decke ich jetzt einfach legit mal den Film auf, weswegen ich Dings immer rewatcht habe. Hier, wie heißt es? Full Metal Jacket. Und das ist der hier. Was ist Ist das? das ein russischer Revolutionsfilm? Ist Das das. ist kein Animationsfilm. Nein, russischer Revolutionsfilm. Ist das. Achso, nee, auch nicht. Ah, okay. Panzer wie gerade, was weiß ich. Das sind die Hände eines französischen Soldaten, der im Grabenkrieg des Ersten Weltkriegs so in die Luft gesprengt wurde. Echte Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, by the way. Nee, der Film, um den es hier geht, heißt Im Westen nichts Neues. Ah! Ah, okay. Ja, Ja, ja. den kenne ich, den kenne Der ich. Der kam vor Originale. kurzem. Gab's nicht Ich meine irgendwie. den Originalen. Ich meine nämlich nicht das Remake, was vor kurzem rauskam. Das habe Genau. ich nämlich auch gesehen. Und ich meine Ach, auch, das war dass der, wo du den meinst, du hast Original. ihn in zwei verschiedenen Fassungen gesehen. Genau. Ah ja. Der Film hat mich so mitgenommen, also interessanterweise viel mehr noch als Apocalypse Now. Der handelt alles, was mit Thematiken und ähnliches und ein bisschen Kritik angeht, was Krieg und so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal offensiver. Der versteckt das nicht hinter irgendwelchen großen Phrasen oder so, aber das muss er auch gar nicht. Denn Bilder und wie alles umgesetzt ist, sprechen hier wirklich für sich. Und der Film macht das wirklich absolut, absolut großartig. Von wann ist der? Bitte? Von wann ist der? 1930. Ah ja. Und das ist eine amerikanische Produktion, die den Ersten Weltkrieg aus der Sicht von Deutschen zeigt. Der Autor hat den Hauptcharakter mehr oder minder zu so einer Art Self-Insert gemacht und schreibt sozusagen aus seiner Sicht, wie er den Ersten Weltkrieg miterlebt hat. Jegliche Statisten in dem Film, also deutsche Soldaten, die auf deutscher Seite kämpfen, sind auch wirklich echte deutsche Kriegsveteranen. Das heißt, wenn es um Szenen geht, wie man Stacheldraht im Niemandsland auflegt und, dann sind das Sachen, die Soldaten damals wirklich so machen musste. Die Geschichte mit den Händen ist wirklich so einem Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg passiert. Die waren im Graben, mussten sich verteidigen, die Franzosen haben gestürmt und in dem Moment, wo der gerade zugreifen möchte, um den Stacheldraht zu erklimmen, trifft den eine Granate, eine Bombe und es hängen nur noch die Hände da. Und das Einzige, woran man sich an diesen Franzosen erinnert, sind halt einfach seine Hände. Das ist das Einzige, was man je von dem weiß. Und das zeigt auch so ein bisschen diese Grausigkeit, halt einfach diese Kriegsopfer. Es passiert einfach alles Mögliche, so schnell und so chaotisch, wie es irgendwie möglich ist. Der Film fasst diese Chaotik dieses Grabenkrieges, diese Aussichtslosigkeit von diesem Hin und Her so on point zusammen, das ist einfach nur faszinierend. Grobe Geschichte, um das jetzt auch nochmal so zu erwähnen. Du beginnst den Film mit einer Gruppe von Schülern, die von ihrem Lehrer mitgeteilt bekommen, wie glorreich der Krieg doch verlaufen möchte. Also übrigens erstes Kriegsjahr. Und die Burschen, die tragen sich natürlich für die Armee ein, werden dann von ihrem ehemaligen Postboten ausgebildet, den sie natürlich erstmal triezen, aber dann triezt er sie. Und
dann nach der Ausbildung kommen sie halt an die Front und merken ganz, ganz schnell, dass das Etikette und das, was sie in der Ausbildung gelernt haben, hier nicht mal ansatzweise mehr gelten. Es herrscht Hungersnot, es herrscht ständiger Lärm und Schlaflosigkeit, Ratten, du musst mit deinen Ängsten kämpfen, du musst mit allem eigentlich an dir kämpfen, dann nicht rauszustürmen und alles gleichzeitig aufzugeben. Und das sind Sachen, die wird dir keine Ausbildung der Welt je beibringen, wie grausig dieser Krieg in dem Moment ist. Und das konnte denen auch niemand beibringen. Und ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich kann den Film jedem, der diesen Film schauen möchte, der irgendwie halbwegs daran interessiert ist, einen Film zu schauen, der Krieg so ungeschönt und so erlebnisnah und so real wie möglich darstellt. Ich kann ihn nur noch ans Herz legen. Das ist ein Meisterwerk, der Kriegsfilm, beziehungsweise der Antikriegsfilmgeschichte. Und dagegen ist Full Metal Jacket wirklich ein feuchter Furz im Wind. Also ich muss sagen, ich werde mal gucken, weil du hast ihn sehr interessant verpackt und ich will wahrscheinlich von euren 3x3 Filmen, will ich glaube alle mal gucken, und dadurch, dass Lake Mungo, der Horrorstellvertreter ist, kann ich mir wahrscheinlich auch anschauen. Aber das, was er, weil wie du schon gesagt hast, so unverblümt, so real wie möglich und so weiter. Der ich Grund. Hast du ihn gesehen schon? Ich hab ihn gesehen, ja. Das ist richtig krass. Dann, ich würde nur meinen Punkt, dann kannst du gleich auch darauf, auf deine Meinung eingehen. Ich wollte nur sagen, dass, zum Beispiel, ich wollte zuerst auch den Joke bringen, ich wollte extra noch ein Bild von Schindlers Liste einfügen bei mir, um zu sagen, die einzige Komödie, die ich auf meiner Liste habe. das wäre immer ein bisschen zu hart gewesen, das habe ich dann selber reflektiert. Weil ich muss sagen, ich finde, Schindlers Liste ist halt eben ein Film, der geht einem sehr an die Nieren und ich finde den historisch saurelevant. Ich finde, den sollte jeder gesehen haben. Unabhängig davon, ob man Filmfan ist oder nicht. Also ich finde wirklich, Schindlers Liste ist ein verdammt wichtiger Film heutzutage. Ich bin ehrlich, ich würde genau dieses Statement auch zu der Originalfassung von Im Westen nichts Neues sagen. Okay. Wirklich. Also wie gesagt, ich würde jetzt gerade darauf eingehen, weil Schindlers Liste würde aber trotzdem nicht in meinen Lieblingsfilm zählen, trotz dessen ich ihn so wichtig finde. Weil zum Beispiel sowas wie Apocalypse Now hat halt noch so, ist halt stilisiert, muss man einfach so sagen, wie es ist. Und hat halt auch filmische Elemente, die mich halt einfach sehr abholen. Und das dann halt so immer die Mischung, die für mich halt dann cooler ist, weil Apocalypse Now ist so der einzige Kriegsfilm, sag ich mal, den ich mir auch so mal geben kann. Weil das wirklich, es ist halt ja nicht so viel Krieg in dem Film drin. So, weil Krieg ist halt ein sauhartes Thema und deswegen, ich werde mir am besten nicht zuerst mal anschauen. Und wahrscheinlich werde ich ihn auch dann sehr gut finden und appreciaten für das, was er ist, aber es wäre halt wahrscheinlich kein Film, den ich noch ein zweites Mal gucke, weil auch Schindlers Liste würde ich wahrscheinlich kein zweites Mal gucken. Stell dir wirklich den Krieg von Im Westen nichts Neues so ein bisschen vor, wie die Momente, wenn du im Kino sitzt und die ersten Schüsse von Dunkirk kicken. So kannst du dir mehr oder minder den Krieg dort vorstellen. Du hast große Passagen, wo eher weniger passiert, wo du eher mehr mit dem Zwischenmenschlichen umgehen musst. Ah, okay. Mit den Strugglen, die mehr so mental und so leicht physisch sind. Und wenn es dann einmal explodiert, das heißt jetzt Offensive, jetzt Rückzug und, dann taucht da so eine Hektik auf für, es sind meist kaum, also ich glaube 2 Stunden 15 geht der Film auch, 2 Stunden 20 ungefähr. 2020 ist das Original. Dass du hast vielleicht mal hin und wieder mal, ich glaube 2 oder 3 Mal Sequenzen von vielleicht 10 Minuten oder so, wo wirklich hektischer Krieg ausbricht, immer und immer wieder. Du hast Feuer von der einen Seite, Feuer von der anderen Seite und keiner blickt mehr durch. Links und rechts fallen Soldaten. Alles Mögliche. Dazu kommen halt noch die Struggle von jungen Burschen, sage ich jetzt mal, die frisch an die Kriegsfront geraten und eigentlich noch nichts wirklich wissen. Noch weder vom Krieg, noch vom Leben, noch von davon irgendwie jemanden zu töten. Du denkst, du träumst davon, denn zur nächsten eisernen Jugend Deutschlands zu gehören und dann bist du einmal im Krieg und merkst, das ist ganz anders. Manche macht es vielleicht trotzdem Spaß, manche drehen durch in dieser ganzen Geschichte und vielleicht ist es diese verdrehte Form von Spaß. Aber dass jeder der Hauptcharaktere merkt schnell, das ist wirklich mehr als nur harter Tobak. Und es gibt so viele Szenen, über die man eigentlich reden müsste. Man könnte wirklich den Film Punkt für Punkt durchgehen
und über alles mal reden. Da ist so viel verpackt, nicht nur von historischer wirklich Genauigkeit, weil der Film einfach hart genau an der Realität dran war. Das weiß ich auch nochmal mega, mega hart zu appreciaten. Wie es umgesetzt ist, alles, der Mangel halt auch an dem Score und alles sowas, hilft diesem Film so hart. Und jetzt möchte ich nämlich nochmal ganz, ganz kurz ein Wort zum Remake verlieren. Denn das Remake hat neuartige Effekte, neue Schauspieler, einen Score und einen ganz anderen Blickwinkel. Und ich bin ganz, ganz ehrlich, das Original erlebst du aus der Sicht der Soldaten. Und das wirkt so, wie es wirken muss. So wie ein Antikriegsfilm eigentlich sein soll. Das Remake erlebst du mehr aus der Sicht der Generäle und der Offiziere, die die Soldaten in den Krieg schicken. Und das geht nicht nur hart an der, ich nenne es mal Hauptmessage vorbei von dem Film, was er eigentlich zeigen wollte, sondern viele Szenen verlieren sich auch super schnell. Und er sieht schön aus, aber das ist leider auch alles. Und das hat mir mehr wehgetan als ein schlechter Kubrick, um ganz ehrlich zu sein. Das hat mir wirklich mehr wehgetan, weil ich habe das Original so Statement an der Stelle erstmal extremst hart liebgewonnen, dass dieses Remake zu sehen wirklich, also das war hart. Ist es wirklich so schlecht? Ja? Es ist filmisch vielleicht ein mittelmäßiger Film. Und es gibt auch ein paar Sachen, die sind gar nicht mal so doof, sage ich jetzt mal. Die sind für ein Remake auf jeden Fall ein interessanter Engel. Aber alles, was das Original gemacht hat, geht vollständig verloren. Und das, oder beziehungsweise manche Szenen werden so aus der Reihenfolge gerissen, dass da wenig Sinn entsteht. Und es fühlt sich manchmal so an, als müssten manche Charaktere wirklich nur sterben, weil im Originalskript steht, okay, Charakter stirbt, also muss er jetzt auch sterben. Und das fühlt sich manchmal so an den Haaren herbeigezogen an. Das Ding ist, ich muss dazu mal sagen, diesen Film habe ich damals im Unterricht geguckt. Erstaunlicherweise. Cool. Ich wünsche mir anders. Wo wir den ersten Weltkrieg als Thema hatten. Ich hatte eine sehr gute Geschichtslehrerin, die uns wirklich, die hatten zwei Geschichtsblöcke hintereinander und haben diesen Film geguckt und haben dann dazu die Aufgabe bekommen, deshalb weiß ich das noch, das hat sie sehr eingeschnitten, einen Brief zu schreiben aus der Sicht eines Soldaten da in diesem Graben. Und man muss dazu sagen, wie alt waren wir? 9. Klasse, glaube ich. Einstein des Erlebnisses, ich hatte viele Idioten in der Klasse, wirklich viele Idioten. Ja, klar. Die haben alle die Fresse gehalten, diesen Film geguckt und haben dann einen Brief geschrieben und das war Hammer. Das muss ein Film auch mal schaffen, dass eigentlich irgendwelche Kinder in der 9. Klasse vielleicht die Fresse bei einem Kriegsfilm halten und sich nicht drüber beäumeln. Das Krasse ist, dass ich da jetzt, das ist jetzt gerade so ein Flashback gewesen, als du gesagt hast, welcher Film das ist und dann auch diese Anfangsszene erklärt hast mit dem Lehrer und ich habe mich sofort wieder daran erinnert, wie der da vorne steht, wie sie sich freuen, in den Krieg zu gehen und wie dann diese Szene mit den Ratten kommt und die da mit allen um sich schlagen, um diese Ratten zu töten. Ich habe mich gerade direkt wieder in mein Klassenzimmer zurück. Also ich hätte auch eigentlich nicht gedacht, dass ein Kriegsfilm irgendwie mal mich so hart mitnehmen kann, aber der Film hat's geschafft. Also holy shit. Also, ich merke das schon, du redest jetzt schon fast, glaube ich, 20 Minuten drüber, deswegen. Ja. Erstaunlich. Wir können ruhig jetzt gerne weitergeben. Ich kann nicht genug über den Film reden, der ist wirklich mega gut. Ist ja okay. Nee, ist ja gut. Also, ist ja mal gut, wenn ein Film sowas schafft, ne? Definitiv. Ich meine, ich sag mal so, ich könnte halt auch 10.000 Jahre über Satoshi Kon reden, aber ich würde halt euch halt nicht vorwegnehmen. Genau, so, deswegen. Ich überleg gerade. Ich kann das Verlangen schon sehr gut nachvollziehen. Macht doch oben ein paar Filme müsstet da. Also ihr kennt. Nein, ihr müsstet ja alle kennen. Nennt mir ein Quadrat, welches wollt ihr aufgedeckt haben? Ja, oben links. Oben links? Komm, mach mal. Was haben wir denn da? Wo ist es denn? Ich will deinen Heat sehen. Auch ein guter Film. Ah, 5 cm per second? Richtig. Oh, so ein geiler Film. Oh, der ist so gut. Den hätte ich auch fast
Also der ist auch seitdem ich ihn dieses Jahr rewatcht habe, der geht ja auch nur 16 Minuten, aber der ist so geil. Und ich habe ihn dieses Jahr auch viel, viel anders interpretiert als damals, als ich ihn vor. Wann kam Your Name raus? Ich habe mir geguckt, als Your Name rauskam, danach habe ich ihn nach. Aber auf jeden Fall habe ich ihn jetzt ganz anders interpretiert, in einer ganz neuen Lebenssituation. Genau. Der Film ist so dermaßen gut, Alter. Oh mein Gott, oh, ist der geil. deswegen, ich habe auch echt überlegt, weil ich bin ja eigentlich sehr, 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 sehr gern im Animationssegment allgemein unterwegs. Und ich schaue wirklich mega gern Animationsfilme. Und dann kam so ein bisschen so der Gedanke, habe ich eigentlich einen Lieblings-Anime-Film? Dann sind mir sofort so ein bisschen die Makoto Shinkai-Filme in den Kopf gekommen. Zwar auch noch ein paar andere, aber da habe ich überlegt, welcher von denen wäre es? Und sofort ist eigentlich 5 cm per Second dran gekommen. Und ich habe den jetzt vor kurzem auch nochmal rewatcht. War wirklich echt mal wieder nötig, weil ich weiß, warum der definitiv mein Liebling über Your Name noch zu ist. Irgendwie, der Film. Das ist so ein bisschen therapeutisch, habe ich das Gefühl. Ja. Der ist auch therapeutisch. Vor allen Dingen, wenn du selber merkst, wie viel du dir eigentlich mehr oder minder unterbewusst mitgenommen hast und wie viel aus deinem Leben sich teilweise wirklich widerspiegelt in dem Film, in den einzelnen Abschnitten. Es ist krass. Ich hoffe, ich werde irgendwann später meinen Job nicht einfach verlassen, weil ich immer noch irgendwie hinterher traue. Zweiter Abschnitt knallt für mich bis heute so hart. Aber ich glaube, dir wird Millennium Actress gefallen. Ich glaube, dir wird, also wenn der zu deinem Lieblingsfilm gezählt, dann wird dir vielleicht Millennium Actress auch gefallen, weil Millennium Actress ist halt auf einem ähnlichen konzeptuellen Level von Emotionalität, wie der Film es umsetzt in so einem Konzept. Also so wie Makoto Shinkai halt auch Emotionen angeht und so und gerade auch 15 Meters per Second. Banger-Film. Kurzer Abriss zu dem Film, die es vielleicht nicht wissen, worum es hier geht. Es geht letztendlich um, wie kann man sagen? Ich. Genau, also der. Nee, für dich nicht, du kannst jetzt gehen. Der Untertitel wirklich von dem Film war, also 5 cm per Second oder eine Geschichte über ihre Distanz. Mhm. Oder die Distanz zueinander. Es geht halt um zwei Personen, die sich während ihrer Schulzeit treffen, kennenlernen und auch mögen lernen, nenne ich es jetzt mal, und wie sich stetig durch Umstände, die im Leben gerne mal passieren können, ihre Distanz zueinander, ich guck den heute Abend nochmal, auch ein bisschen symbolisch immer wieder vergrößert. Und wie es umgesetzt ist, die Animation, ich kann hier wieder anfangen über alles zu reden. Ja, das ist einfach eine absolute Must-Watch für jeden, der auf Animationen und wirklich tiefgreifende Geschichten und Charaktere steht. Also absoluter Must-Watch. Deswegen, es ist wirklich ein guter Film. Also ich würde auch gar nicht so viel drüber reden, weil das muss man wirklich einfach dafür gesehen haben. Und wir wollen auch Flo nicht vorwegnehmen. Weil auch die Art 5 cm per Second. Aber es ist, ich sag dir mal so, das ist halt genau wie bei der Millennium Actress, aber also ich will auch gar nicht so viel. Ich guck mal Millennium Actress und dann reden wir mal drüber im Vergleich zu 5 cm per Second. Weil ich will halt, ich wollte eigentlich was sagen gerade im Vergleich schon, aber ich dachte mir, nee, das spoilert dann zu viel. Soll ich kurz gehen? Nee, nicht für dich, für Kevin, für wegen Millennium Actress. Achso, ich dachte jetzt, wir reden. Nee, in der 15 Meters per Second würde sie auch spoilern, aber. Gut, nee, wollen wir weitergehen. Aber, also ja, geiler Film. Ich sehe schon mal, Kevin, ich sehe aber schon mal wenigstens zwei Filme da, die mir sehr gefallen und zwei, die ich nicht gesehen habe. Also bisher gefällt mir der 3x3. Ich weiß, mir gefällt es auch. ich muss dazu sagen, vier von den nächsten sind dann noch ein bisschen wesentlich mehr lighthearted, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich so das ist so ein bisschen so die Ecke, die knallt. Okay. Ach, das sind die Filme, die knallen? Okay. Das sind so ein bisschen so die Filme, die knallen. Einer kommt noch dazu. Einer kommt noch dazu und der Rest ist. Dann machen wir den, der noch knallt. Dann haben wir jetzt die harte Ecke dann abgehakt. Okay. Dann wäre es nämlich der hier. Sagt euch das bitte was. Irgendwie sagt mir das was. Warte mal. Ist das Bryan Cranston? Nee. Nee, ich habe auch kurz über. Ich habe genau denselben Gedanken gerade gehabt. Ob das Bryan Cranston ist. Aber die scheiß grünen Lampen sind einfach nur immer so ein irisches Ding.
Der Untertitel des Filmes heißt Das Geheimnis eines Sommers und das ist Stand by Me. Ah, Stand by Me ist das. Ach, so. Nee, Stand by Me hätte ich nur erkannt, wenn du da. Ist das nicht das, wo die den Roadtrip machen, die drei Jungs? Richtig. Weil hättest du da ein Bild davon gemacht, wie die drei Buben da lang gehen. Ich glaube, die gehen Genau. über so eine Bahnschiene, ne? Ah, Das ist genau. Das ist die. doch, das ist Ich doch, habe den nicht das ist gesehen, schon aber alt. ich habe von dem gehört. Genau das wollte ich nämlich eben nicht machen, weil das wäre mir ein bisschen zu einfach gewesen. Ich fand, Der ist gerade auf Netflix, glaube ich, ne? Ich habe den da auf jeden Fall mal rumgesehen. genau. Wirklich auch wieder eine absolute Empfehlung. Also grober Handlungsabriss ist hier, es vier Freunde, vier Jungs, 12, bekommen mit, dass ein anderer Junge, ein bisschen älter, gestorben ist, vom Zug erfasst, glaube ich, und liegt da noch irgendwo. Und übereifrig, wie sie sind, begeben sie sich auf einen Trip, diese Leiche zu finden und natürlich Ja. jeglichen Ruhm dafür einzuheimsen und dann berühmt zu werden. Kenn Und den. während des ganzen Roadtrips entwickelt er sich zu so einer Art Selbstfindungsgeschichte. Coming of Age. Coming of Age nennt man das, Absolutes, oder? absolut genau, geiles Coming of Age, wirklich. Also absolut großartig, wirklich, was auch so innere Gefühlswelt und schwierige Situationen im Leben gerne mal behandelt. Und ich habe mich extra für diese Szene da unten entschieden, weil ich das Zitat, was kurz vorher auf dem Screen geflasht hat, eigentlich echt cool fand. Und das möchte ich euch jetzt aber auch nicht vorwegnehmen, vor allem auch nicht denen, die den Film schauen. Da kann man dann im Nachgang nochmal drüber reden. Während des ganzen Films und wie das alles aufgezogen ist, das ist schon wieder, das ging mir wirklich auch hart nah, einfach von der puren Emotionalität und auch wirklich der Schauspielleistung der einzelnen Jungen, die waren phänomenal gut. Du hast es denen halt echt abgekauft. Es war wirklich gut. Das ist voller Witz, voller Charme und trotzdem hätte es so viele ernsthafte Notes, die ich selten so meisterhaft in jeglicher Coming-of-Age-Story teilweise gesehen habe. Also wirklich, 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 wirklich gut. Ich muss mal kurz was dazu verlieren. Ich kenne den Film. Ich habe ihn sogar, glaube ich, gesehen mal. Jahre her. Aber ich habe das Buch dazu gelesen. Das ist nämlich von Stephen King. Richtig. Heißt die Leiche. Deshalb. Genau. Und deshalb hat es bei mir gerade Klick gemacht. Ah ja. Cool. Deswegen kannst du halt auch von Charakteren und so eigentlich auch schon teilweise ein bisschen was erwarten, weil King recht gut Charaktere schreibt teilweise. Ja, King schreibt super Charaktere. Also wenn wir wieder Buch-Roundup machen wollen, ist King für mich einer, also Stephen King ist einer meiner Lieblingsautoren. Ganz kurz, also ja, finde ich nice. Erstmal, welcher Schauspieler ist es? Boah, das müsste ich nachgucken, das weiß ich Okay, jetzt gerade gut, nicht. okay. Wollen wir weitergehen schon? Du wolltest noch irgendwas anderes fragen? Nee, Oder das war das jetzt wäre schon jetzt zum vorher? nächsten Film. Wir Oder willst können du noch irgendwas, gerne, oder wollt ihr noch wir irgendwas können verlieren zu gerne. Stand by Me? Nee, wir können gerne weiterreden. Ich will nur jetzt nur ganz kurz gucken, wie vielleicht der Schauspieler ist. Ob ich Ich den würde finde. nur wissen, ob Mitchells vs. Machines drauf ist. Mitchell, nee, ist es Okay, nicht, ist es weil das nicht. ist ein, der Film, den hast du Aber mir auch immer wieder empfohlen. Den wollte ich jetzt das sind eigentlich noch. nochmal gucken, falls der bei dir drauf ist, aber da habe ich mich doch für Kann man Perfect Blue darüber entschieden. reden, was Kevin hier gerade für Erinnerungen bei mir hochruft? Das ist ja Na, wirklich besonders das erste, banal. besonders die beiden unten nebeneinander, ne? Ja, Und sehr gut, Kevin oder? nimmt dann sowas wie Clockwork Orange und 5 Centimeters per Second, die bei mir auch, also, ja. Wollen wir mal kollektive Erinnerungen wachrufen? Nightmare for Christmas? Nee, aber irgendein Kindheitsfilm. Also, warte mal, irgendwas, was wir zusammen geguckt haben. Okay, warte mal. Paul hat es jetzt schon mehrfach genannt, deswegen werde ich es jetzt auch mal aufdenken. Und das ist natürlich Nightmare Before Ja, wollte Christmas. doch sagen. Der wäre bei mir, also ich muss dir sagen, es hätte mich gewundert, wenn er nicht drin gewesen. Ja, Ich habe ihn vorhin zwar nicht ge. Ja, erzähl. wirklich absoluter Lieblingsfilm. Also definitiv einer der absoluten Lieblingsfilme. Die Geschichte, wie sie erzählt wird, ist mega, mega niedlich und ich immer und immer wieder. Das ist sozusagen das Stand-in für die ganzen Trilogien, Fluch der Karibik und sonst was, aber gleichzeitig auch sein eigenes so ein bisschen, weil ich wusste, ich hatte den und dann konnte ich auch sagen, okay, gut, denn der fasst so ein bisschen die ganzen Komödien und das alles so ein Ja, und ja, ja.
Die Songs, der fasst so meine Songs sind so aus, gut. Diese Musical-Geschichten noch so ein bisschen zusammen. Eine andere auch noch, aber da kommen wir gleich dazu. Animation, meisterhaft. Stop Motion, leider nicht mehr so präsent, aber auch Sample for Christmas, der hat doch neulich einen neuen gemacht, oder? Sam Harris, oder wie heißt der? Nee, nicht Sam Harris, wie heißt denn der? Henry, Tim Burton ist ja Regisseur, aber der die Stop Motion gemacht hat. Achso, Henry Selick. Henry Selick war der. Der hat Coraline unter anderem. Ja, Coraline, genau. Tim Burton hat bei Nightmare Before Christmas nicht Regie geführt. Der war nur mit in der Produktion dabei. Aber der hat auf jeden Fall Set Design nur so gemacht, Henry oder? Henry Selick hat nämlich auch die Regie für diesen Film geführt. Richtig. Warte mal, Sam Harris ist ein Schauspieler? Ich bin gerade... Nee, Sam glaub, Harris. Warum? Sam Harris ist ein Philosoph, okay. Henry Selick ist auch so ein Typ, der sieht so ein bisschen aus, also wenn du ihn siehst, der sieht auch aus, als wäre der so ein Horror, aus dem Horrorkabinett entsprungen. Ich finde den immer ein bisschen gruselig, muss ich ehrlich sagen. Ich war gerade nur etwas verwirrt, wer Sam Harris ist, aber ich glaube, ich habe einfach wieder irgendwelche Analysen geguckt, wo hier gesagt wurde, ja, in dem Buch von Sam Harris war das und das. Deswegen kam mir da. Aber Nightmare Before Christmas, tatsächlich, also ich muss jetzt sagen, es ist halt auch noch so ein riesiger Schwachpunkt bei mir. Ich liebe den Film über alles, ich liebe die Musik. Es ist halt bei mir die Flucht der Karibik, muss man sagen. Das Ding ist, Tokyo Godfathers hat für mich nämlich Nightmare Before Christmas als Weihnachtsfilm abgelöst. Mhm. Ich guck Nightmare Before Christmas immer noch sehr gerne. Ich habe halt dann ich wollte ihn auch fast in meinen 3x3 reinnehmen. Das ist so einer der Filme, wo es mich gewundert hat, dass der doch keinen Platz mehr gefunden hat. Ich dachte doch eigentlich ursprünglich, Joker kommt noch bei mir rein. Aber Joker hat für mich dann auch nicht so, also ich finde Joker als Film ultra geil, aber er hat für mich nicht so viel Mehrwert wie andere, die dann halt an dessen Stelle kommen können. Und so war es bei Nightmare Before Christmas leider auch. Ich finde die Songs, ich liebe die Songs, ich liebe die Stop-Motion, ich liebe die Ästhetik, ich liebe alles an dem Film. Also, ja. Punkt. Das kannst du einfach, falls du die Meters per Second mal mit Lake Mungo austauschen, hast du in der 3 in der Mitte, die ich alle geil finde. Das ist schon richtig so. Mir ist gerade aufgefallen, dass Henry Selick ja auch Coraline gemacht hat. Scheiße. Ja, muss man zu Nightmare Before Christmas eigentlich noch was sagen, oder? Ja, warte mal, wir müssen noch für diejenigen, die es nicht kennen, vielleicht nochmal zusammenfassen, worum es geht. Und zwar... Mach mal. Geht's in Nightmare Before Christmas um den Herrn des Spuk, Jack Skellington, der eine komplett neue Welt für sich entdeckt. Und zwar die Weihnachtswelt. Und das natürlich mit Enthusiasmus untersucht und diesen Weihnachtszauber auch gerne in seiner Halloween-Stadt verbreiten möchte und selber gerne mal Weihnachtsmann spielen möchte. Und es ist prinzipiell eine Form von Grinch-Story, nur um einiges charmanter. Also von den puren Welten, den Charakteren und allem drumherum dran. Da ist so viel Herz, Seele, Emotionen dahinter. Es gibt keinen Moment, es wird nie passieren, dass ich bei Jack Slamond, bei dem Song, wo er zum ersten Mal über den Hügel steigt, sobald der Refrain kickt, nicht Gänsehaut bekomme. Und genauso auch eigentlich bei der letzten Nummer, wo Jack und Sally zusammen singen und merken, wie sie beide zusammen gehören und passen. Das eigentlich, Nightmare Before Christmas gehört fast auch noch so ein bisschen mein so leichtes Faible für Romanzen noch so zusammen, weil ich liebe gute Romanzen und Nightmare Before Christmas macht das alles wirklich. Das hat so viel, was ich absolut genial finde. Und egal wie gern ich wirklich andere Filme mag oder ob ich noch einen zweiten Film mag, den ich als absoluten Weihnachtswunder bezeichnen würde oder sowas, Nightmare Before Christmas könnte nie abgelöst werden. Ist einfach so. Ja, also es ist. Ich hab wieder Bock, so viele Filme zu rewatchen jetzt hier. aber ich finde natürlich Oogie Boogie Song ist natürlich ein Ultra-Classic und war damals natürlich unser Meme. So, aber ich muss dir sagen, welchen Song ich mit am stärksten finde im Film, der mir auch immer wieder Gänsehaut gibt, natürlich eben Jack Slamond und so. Ich weiß nicht mehr, wie genau der hieß. Und zwar, wenn er dann halt auf dem Friedhof liegt und dann wieder die Kraft gewinnt. Poor Jack war es, glaube ich. Ach, Poor Jack heißt er wirklich so? Das finde ich so geil, wie der sich aufbaut. Oh, aber wie seine Charakterentwicklung diesem Song macht, das ist so geil. Ich finde allgemein, Danny Elfman hat so eine Art im Original-Soundtrack, also oder in der Originalstimme, Jack so eine Art,
ja, Broadway-Charakter zu geben, den ich halt so in keiner anderen Performance habe eingefangen sehen, aber ich mag halt natürlich auch die deutsche Variante. Nightmare Before Christmas, es ist halt auch ein Banger-Film, muss man einfach sagen. Es ist wirklich ein absoluter Banger. Alter, das ist so geil. So, den nächsten Film, den ich aufdecke, ich habe jetzt eine genaue Reihenfolge, wie ich es aufdecke, weil dann haben wir, glaube ich, einen schönen runden Abschluss. Okay. Und ihr werdet ihn gleich entdecken, gleich sofort erkennen. Big Lebowski. Der steht für meine Liebe, Spider-Man 2. Was alles mit Actionfilmen. Spider-Man 2, der gute. Was Action, Comicbuch, Superhelden, alles sowas vereint. Diese Trilogie hat meine Liebe zu diesem ganzen Genre, zu diesen ganzen Filmen entfacht. Und den zweiten Teil habe ich so hart appreciaten gelernt, jetzt in den letzten Jahren gerade, durch pure Charaktere, die ich jetzt erst so wirklich verstanden habe. Weil früher habe ich immer mich gefragt, was das eigentlich sollte. Und es ist wirklich absolut guter Film. Wirklich zwar hin und wieder cheesy, du kannst lachen, aber es gibt halt auch die guten Charaktermomente. So jetzt kurz eine Sekunde. Ich meine, wir haben den auch alle drei zusammengeschaut, zusammen mit Spider-Man 1 am Stück. Ja, bei mir. Spider-Man 2 bei dir, ja. Das war geil, muss ich sagen. Also es ist halt auch, die Filme nochmal zu sehen. Wir haben die ja kurz vor No Way Home nochmal geschaut. Stimmt. Banger. Ja, ich erinnere. Absolut. Ich meine, die ersten zwei absolute Banger, ne? Also deswegen, ich fand den Abend halt auch cool, als wir die dann wirklich kollektiv Spider-Man 1 into Spider-Man 2 zu gucken, das war schon nice. Und du appreciatest die Filme mittlerweile auf einem ganz anderen Level. Du hast die so früher gesehen, die waren halt nice, die waren unterhaltsam und mittlerweile hast du auch ein bisschen mehr Wissen gesammelt, auch um Filme und so weiter. Das macht die Filme nur besser, weil Sam Raimi hat halt wirklich einfach eine gute Art, Regie zu führen. Und das ist auch einfach so, die Filme reifen extremst gut. Hast du denn im zweiten Teil auch diese Horrorelemente von Sam Raimi einfach so genial gemerkt? Das ist auch das schöne Bild, ne? Ja, ja. Ja, aber es ist genial. Also wirklich, die ersten zwei Filme von der Trilogie auch mega. Da brauche ich nicht viel sagen. Das ist Spider-Man, da braucht man wirklich nichts zu sagen. Das ist Kindheit, das ist für mich Stellvertreter für alles, Action und einfach pure Fun und Spaß zu tun. Das ist halt ich hatte damals, das werde ich nie vergessen, eine fucking Kassette von Spider-Man 2, die habe ich so oft gehört, weil ich den Film nie gucken konnte. Als ich den Film geguckt habe, ey, das war für mich so ein übelster, das war wie so ein, weiß ich nicht, Das ist halt auch, wenn man halt Ende der 90er geboren wurde, ist halt Tobey Maguire auch einfach der Spider-Man. Tut mir leid, aber irgendwie kommt da nichts drüber für mich. Ja, ne? Du hast ich finde, das hatten wir halt so im ersten, das habe ich bei Spider-Man 1 ja wieder gemerkt, so wie Tobey Maguire und Willem Dafoe so zusammen, wir haben ja Spider-Man 1 gesehen und dann hast du No Way Home gesehen, wo halt Tom Holland gegen Willem Dafoe spielen musste, also ich nenne es mal wirklich gegen ihn spielen musste. Ja. Tom Holland kann das nicht. Tobey Maguire ist halt, der konnte das, der konnte mit so vielen Schauspielern einfach, oder kann es bis heute noch mithalten und der verkörpert Spider-Man auf so einer Weise, das ist halt natürlich auch Nostalgie, muss man eben dazu sagen, aber es ist halt einfach auch, der macht's geil. Mal jetzt zum Tobey Maguire so ein bisschen, trotzdem fliegt dieser Typ viel zu sehr unterm Radar. Wahrscheinlich. Er kann mit so vielen Leuten mithalten, wie du schon gesagt hast, ich finde, er fliegt schauspielerisch sehr unterm Radar. Gut, nächster. So, vielleicht noch ein kurzer Abriss der Handlung. Ich dachte, warum habe ich bei Blutig Rübig 2 auch geskippt, deswegen. Warum war ich? Gut. Na, ich dachte, Spider-Man ist Spider-Man. Kevin Marvin ist halt so dominant, wir sagen einfach, ja, Superhelden, Punkt. Der nächste Film. Blutig Rübig habe ich auch geskippt, deswegen. Wenn das für euch nicht Nostalgie ist, dann weiß ich auch nicht. Pass mal auf. Oh, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist so unnormal. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals ins Kino bin und die ersten 5 Minuten dachte, sind wir im falschen Film? Ich weiß nämlich noch ganz genau, wie nervös ich war und dachte, jetzt verpasse ich hier noch den SpongeBob-Film. Wir waren im Urlaub im Kino und ich weiß noch ganz genau, wie ich meinem Vater dann nochmal die Karten abverlangt habe, um zu gucken, ob das wirklich SpongeBob der Film ist. Wann kam der ins Kino? 2004 oder so? Ich war richtig nervös als kleines Kind. Die Anfangsszene, wo die in Real Life gespielt haben, hat mich richtig nervös gemacht. Aber Banger-Film bis heute. David Hasselhoff. Ich sag nur David Hasselhoff. Das ist auch so ein Gag, der ist damals als Kind über mich drüber. Mittlerweile finde ich den ultra geil, den Gag. Der Film halt einfach, das ist nicht nur Guilty Pleasure, das ist einfach absolut pure Pleasure. Das ist nicht Guilty Pleasure. SpongeBob ist halt... Nein,
Richtig, richtig, genau. Wisst ihr, ich habe wirklich, als ich mein 3x3 erstellt habe, habe ich mir eine Notizenliste angefertigt, wo ich hinter jedem Film, der mir einfiel, so Buzzwords hingeschrieben habe. Da war zum Beispiel bei Clockwork Orange zum Beispiel sowas wie Cinematic Finesse oder Disturbing Reality oder irgendwie solche Sachen. Und bei SpongeBob stand da einfach SpongeBob. Ja, nein, es ist Unter halt anderem. SpongeBob, ist halt true. Aber Die das ist aber auch Jokes, dieser Film, die Jokes, die Animationen sehen bis heute noch so extremst gut aus. Die Memes, die daraus entstanden sind, wollen wir auch nicht vergessen. Ich will nur immer darauf hinweisen, dass SpongeBobs Arm falsch schon dran hängt. Das ist pure Comedy-Gold für so eine mega emotionale Szene. Und Und natürlich das gekoppelt einfach mit SpongeBob. das gekoppelt auch Und mit ich diesem liebe Finale des diese Films. Serie. Ja, Ah, das der absolut. Tabulistik-Song. Oh. So Einfach gut, dieses einfach so. scheiß Gitarrensolo mit dem Filter drüber, das ist halt. Das ist pure Gold. Einfach pure Gold. Da Ist auch. kann ich drin baden, den Aber kannst du das. sagen, was du willst? Das war halt wirklich selber SpongeBob noch so geil, ne? Es ist tatsächlich Ja. so, dass halt auch teilweise, einfach für den Nostalgiefaktor, also weil wir halt auch neulich, also wir haben ja dieses Jahr, Anfang des Jahres, haben wir uns ja zusammengesetzt und haben ja auch nochmal dieses Walkthrough vom SpongeBob-Schrammkopf, der Film, das Spiel geguckt für PC. Und Oh das ja. ist ein Guilty Pleasure. Das Game ist ein Guilty Pleasure von mir. Das ist Guilty Da, Pleasure. das ist halt Das Spiel wirklich, ist mega, es ist halt Alter. cool. Es ist halt cool, aber es ist jetzt halt auch nicht unnormal gut. Aber es ist halt so ein Nostalgie-Flash, auch in Verbindung mit dem Film und so. Ja. Finde Es ich schon. gut. Also guter Pick. SpongeBob brauchen wir auch nicht mehr zu sagen. Nee, Glaube ich. Also es ist halt Fall. wirklich, der kann ohne Wort stehen bleiben. Das ist halt ein kulturelles Phänomen. Ich habe auch vorgestern ein Video drüber gesehen, für wen SpongeBob eigentlich ist, so die Frage. Und das Fazit ist halt, SpongeBob ist halt für jeden. So, weil SpongeBob halt schon immer so war, dass es halt nicht auf so einer Ebene ist, wo es halt nur für Kinder ist und halt auch die Kinder sozusagen nicht ernst nimmt. Also halt eben, also es macht halt viele Witze, die auch mit, also SpongeBob war mutig genug, viele Witze zu machen, die auch über die Köpfe der Kinder hinweggehen und dann halt später appreciated werden. Aber trotzdem hat es halt genug Appeal, dass du es halt als Kind trotzdem guckst. Und ich meine, SpongeBob ist natürlich eben gerade, ne? Wie bei Spider-Man, Ende der 90er geboren, so 2000er Kind und dann wächst du halt mit SpongeBob und so weiter auf. Und Ist halt SpongeBob wirklich wird so. halt nie weggehen. Also ich glaube, SpongeBob wird immer ein Teil von mir bleiben und irgendwann sehen wir uns als 80-jährige alte Säcke Ich bin ein tautes gucken. Füßchen. Nee, da kommt ja der SpongeBob-Marathon. Also ich sag's dir, es ist halt. Banger. Safe einfach. Zum Renteneinstieg erstmal Zum schön Renneinstieg SpongeBob, erstmal Alter. SpongeBob, Da Alter. bin ich dabei. Da bin ich dabei. Da bin ich so dabei. Gut, jetzt bin ich mal gespannt Ja. auf den letzten Film. Wenn ihr mich kennt und ihr wisst, dass ich Animationsfilme wirklich liebe Oh und Gott. ich prinzipiell noch ein großes Studio noch gar nicht Ghibli. so wirklich. Ja, Chihiros Warte, Reise? Ich weiß warte. nicht, welchen Maximum von Ghibli am meisten Chihiros Reise? Nee, ich melde ja Das war vorhin zu 5 schon. Centimeters per Second, dass ich Anime nur damit Ah, repräsentiert deswegen. habe. Ja, okay. Ein großes Studio, Ein warte mal. großes Disney. Animationsstudio, ja. Dementsprechend. Aber ich weiß Disney. nicht. Also, ich meine. Ein Film, den ich über alle liebe. Wirklich. Das ist halt die große Frage, dass ich habe mal überlegt, ich hatte, also weil zum Beispiel bei mir ist halt von den klassischen Disney-Filmen Mulan, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aus irgendeinem Grund habe ich Kappa und Kappa im Kopf bei dir, aber das ist, glaube ich, Trash. Kappa und Kappa ist ziemlicher Trash. Ja, deswegen, irgendwie, ich habe mal im Kopf gehabt, Kappa und Kappa, aber ich weiß nicht, also wie gesagt, Mulan ist bei mir halt einfach ein Banger-Film von den Es klassischen, gibt für wobei. mich nur eine 10 out of 10, was Disney angeht, und das Dann ist hau dieser raus. Film hier. Ah, gut, okay. Siehst du, den habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Auch einer, neben Fluch der Karibik, einer der Filme, die ich halt eben sehr oft gesehen habe. König der Löwen habe ich auch über 20 Mal gesehen. Ich habe den Film neulich erst mit meiner Schwester wieder rewatcht, also König der Löwen für die, die es vielleicht nicht wissen. Ich habe einfach mal das gemerkt, was ich bei Berserk extremst wertschätze: Bildgewalt. Ja. Bildgewalt, wirklich absolut schöne Frames. Die Songs kann Zeitlos. man fast schon aus dem Herz zitieren, sage ich jetzt Ja, mal. ja. Und die pure Charakterreise, die man von Anfang bis Ende durchlebt, ist einfach ein absolutes Meisterwerk. Wirklich filmisch, und alles, wofür Animation stehen kann, macht der Film richtig, richtig gut. Und ich werde den nie nicht lieben. Du bist irgendwie ein Zacker für Coming of Age, kann das sein?
auch. Also es ist halt wirklich so, du musst mal 5 cm, weil 5 cm per second ist ja technisch gesehen auch Coming of Age. Ja, halt Kirch der Löwe ist Coming of Age. Hier, wie heißt der unten rechts? Stand by Me ist Coming of Age. Ja. SpongeBob, der Film, ist eigentlich auch Coming of Age. So ein bisschen, ne? Aber ich muss ja sagen, so das Problem, das ist so dieses Genre, was irgendwie, was immer so unterm Radar fällt, und immer wenn du hörst so, dass Leute sagen, oh, Coming of Age oder sowas, dann guckst du in den Film und denkst dir so, bitte lass mich in Ruhe. Und dann ist immer der Kommentar im Hintergrund so, ja, das war ja eh nicht für deine Zielgruppe. Das ist ja Schwachsinn. Ich kann noch heute König der Löwen, 5 cm per second und Stand by Me beispielsweise gucken, ohne zu sagen, das ist nicht für meine Gruppe, weil ein richtig, richtig guter Film kann alle Gruppen gleichzeitig abholen und einfach selbst ältere Leute sich in die Zeit wieder zurückversetzen lassen. Und das, finde ich, machen diese Filme so. Hast du mich gerade alt genannt, du Arschloch? Hast du mich gerade alt genannt, du Arschloch? Nee, ich meine ein bisschen ins. To be honest. Nee, ich verstehe schon. Also man muss halt sagen, Küche der Löwen ist halt auch ein kulturelles Phänomen. Also es ist... Ah, voll. Ich meine, das ist halt natürlich so irgendwie auch technisch gesehen der Welthit. Ne? Ich meine, ich habe das Musical auch schon zweimal gesehen in meinem Leben. Auch sehr zu empfehlen, muss ich sagen. Ja, ich auch. Einmal in England, einmal in Hamburg. Mega krass. Ich habe es zweimal in Hamburg gesehen, mit Abstand, und irgendwie hat sich es auch nochmal weiterentwickelt. Aber der Film, es ist halt einfach, ja. Ich habe den als Kind rauf und runter geschaut, ich könnte den jetzt noch rauf und runter schauen. Ich weiß, dass ich den auch in Zukunft rauf und runter laufen lassen werde. Der Film ist halt auch so charismatisch, finde ich. Also irgendwie, das ist voll, der charismatische Disney-Film. Und ich meine, natürlich sowas, so eine Charaktere wie Scar an sich sind charismatisch, aber dieser ganze Appeal, diese, wie du es auch nennst, Bildgewalt, Alter. Aber auch eben, ich weiß nicht, auch alles, irgendwie alles an diesem Film so, ja, ist halt wirklich pures alles. Charisma. Es zieht einen an, es nimmt einen mit. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Es ist so unnormal geil. Aber hast du mal Cup und Kappa gerantet oder so? Weil warum halte ich dann bei dir Cup und Kappa im Kopf? Also nicht, ich hätte jetzt sicher Kappa bei mir im Kopf hast. Ein paar aufdeckst. Ist Cup und Kappa überhaupt von Disney? Ja, klar. Ja, okay. Weil irgendwie ist ziemlich nicht gut. Ja, also es kann sein, dass du mal weggerantet hast. Deswegen hatte ich das. Weil meine Schwester und ich haben ja, gucken die Disney- und Pixar-Filme ja chronologisch durch. Und waren eben vor kurzem bei Nightmare Before Christmas und König der Löwen, und da habe ich die endlich nochmal wieder gesehen, und holy shit, wenn du vorher solche Sachen hast wie, ich sag mal, was hatten wir hier so Schönes, Pinocchio, Pocahontas nach König der Löwen, wenn du sowas guckst, oder Oliver und Co., ziemlicher Schrott. Oliver und Co. ist von Disney? Ja. Oh. Ja. Das ist wirklich, das tut dann richtig weh. Dagegen, das sind absolute Meisterwerke, und die sind auch so Meisterwerke. Ich habe die als Kinder schon rauf und runter geschaut, nachdem ich wusste, dass die existieren. Und ich habe es jetzt einfach nur nochmal bestätigt bekommen. Also nach Nightmare Before Christmas und König der Löwen wäre, was Disney angeht, beziehungsweise von Disney vertrieben wurde, sogar Ariel mein nächster Pick. Echt? Und danach Aladdin. Und dann stuft sich's weiter ab, Dschungelbuch, Tarzan und der Zauberkessel, auch übrigens sehr empfehlenswert, interessanterweise. Ganz anders. Das war von Disney? Ja. Ja. Okay, krass. Gut. Ganz anders, aber richtig, richtig cool. Also kann man sich echt mal geben. Genau. Aber so sieht's halt um meinen 3x3 aus. Aber was so Honorable Mentions angeht, habe ich ja immer mal wieder so eingeworfen. Ich hatte auch echt überlegt, was hier Alien betrifft, das reinzubringen, aber dafür hatte ich mich dann doch für was anderes, Besseres entschieden. Flut der Karibik war bei mir auch ein bisschen Run-Up, da war ich mir auch noch nicht ganz so sicher. Welcher denn? Und ich hatte auch echt hart überlegt, in Star Wars reinzuhauen. Aber welche Flut der Karibik wäre bei dir drin gewesen? Ich hätte wahrscheinlich den ersten genommen, weil ich das so ein bisschen so in... Ich hätte sogar den dritten genommen, wir hätten alle unterschiedliche Flut der Karibik. Ich hätte das nämlich so betrachtet, wenn ich aus einer Trilogie einen Film im Vakuum immer und immer wieder schauen könnte oder schauen wollen würde, welcher wäre es? Und das wäre bei mir sogar der erste, weil ich finde, 2 und 3 hängen so extremst gut zusammen, die möchte ich nicht auseinanderreißen. Und der erste, der hat in sich geschlossen einen extremst guten Handlungsbogen und der erzählt die Geschichte von vorne auch. Ich müsste auch mal die ganzen Disney-Filme wieder gucken. Also wie gesagt, ich habe tatsächlich König der Löwen am meisten gesehen. Damals auch als Kind und so. Ja, schon. Und halt im Laufe der Zeit immer wieder.
Ich meine, ich habe irgendwie Mulan immer noch am besten in Erinnerung. Also so, also vom Gefühl her am besten, dass ich Mulan am meisten mag. Ich mag auch die Songs von Mulan tatsächlich sehr gerne. Und ästhetisch und so. Aber König der Löwen ist auf jeden Fall auch starker Pick und bei mir sehr weit oben. Ich muss sagen, allgemein bei dir ist das 3x3 sind so drei Filme, die ich nicht kenne. Ein Film, den ich hart feiere, nee, zwei Filme, die ich hart feiere und der Rest ist halt alles Nostalgie. Das ist halt, ich muss halt echt aufpassen, dass ich nicht nur Filme raushaue, die pure Nostalgie sind. Da war ich nämlich übel hart am Struggeln zum Anfang hin und dann habe ich es ein bisschen refined und mal überlegt, okay, was gab es denn eigentlich noch alles Das so? finde ich halt bei deinem faszinierend, weil bei mir ist halt so, ich habe halt wirklich nur einen Nostalgie-Pick, weil ich halt Nostalgie bei mir immer so ein bisschen versuche auszublenden, sagen wir es so. Und ich habe da halt immer, also bei mir sind die Filme, die alle drin sind bei mir, habe ich halt alle in den letzten, was haben wir, 2022? Halt in den letzten paar Jahren, sagen wir so grob gesehen, seit 2016 aufwärts. Sagen wir mal so, was heißt hier Nostalgie? Das Problem ist, ich mag halt wirklich auch sehr Filme, die man rewatchen kann, die man gerne auch noch mehrfach sehen kann, die einem auch gerne mehr geben, wenn man sie mehrfach sieht. Und dazu zählen halt sehr viele Filme, die ich in meiner Kindheit geschaut habe. Jurassic Park ist beispielsweise auch noch einer dieser Filme, die ich einfach mega, mega gerne damals geguckt habe, wie auch heute gucke. Hatte ich auch überlegt reinzuhauen. Und letztendlich, was so diese Rewatchable Classics angeht, sind es halt letztendlich Spider-Man, SpongeBob, Nightmare Before Christmas und König der Löwen geworden. Und der Rest ist halt wirklich, der ist was anderes. Der ist ein bisschen was anderes, was so ein bisschen noch so mehr auf die tiefere, das Tiefere eingeht, was ich so wirklich mega, mega hart appreciaten kann von unterschiedlichen Angles. Und was ich auch richtig hart mag. Und ich glaube, ich habe auch eigentlich, was meine Filmlandschaft angeht, einen wirklich sehr guten Überblick geschaffen, Nein, mit interessanterweise. Nostalgie meine ich jetzt halt nicht nur, dass du es halt nur aus Nostalgie reinnimmst, sondern es ist halt viel einfach, wo Nostalgie auch halt mitschwingt, so die halt immer und immer wieder im Leben gesehen hast, so weißt du? Halt nicht so diese, wo du. Ja, es ist halt schwer zu erklären, aber ich meine, es ist halt einfach sehr, sehr anders als die Liste, die ich gemacht habe, deswegen meine ich das halt so. Na, meine Liste wird nochmal anders, das sage ich euch jetzt Ja, nochmal da bin ich auch ganz. nochmal gespannt drauf. Also ich bin wirklich auch stolz auf meine Ich Liste. finde die Liste cool, ich mag die. Ja, die ist Die wirklich geil, Kevin. ist schön bunt, ne? Ich Die ist mag die. saubunt. Du hast, wie gesagt, bei mir Emotionen teilweise hervorgerufen, die ich vergessen Oh, habe. bin ich voll stolz, ey. Ja, auch wirklich, also bei West nichts Neues, ey, wie ich diese Flashbacks hatte. Also Alter. ich sag mal so, ich hätte nicht erwartet, dass ich so hart feiere bei einfach so vielen Feldern, die du öffnest. Bist ja wirklich, ich habe instant gefeiert. Es Das sind ist einfach geile schon geil, Filme. ne? Es sind halt wirklich geile Filme. Es ist wirklich so. Also, gut, Also lass mich halt kann einfach so sagen. eigentlich von allen, die ich gesehen habe auf der Liste, und das sind 6 von 9, kann ich halt wirklich überall unterschreiben, dass es einfach echt gute Filme sind. Ja, Deswegen, also stimmt. es Ich ist habe auch halt sechs so. gesehen. Andere als du, aber ich habe auch sechs davon gesehen. Ja, guck mal nochmal zusammen Cockwork, Alter. Ah, Bitte, schön Dödelparty. bitte. Schöne Oh ja. Dödelparty. Aber bitte, bitte nicht ohne Milch, ne? Dann meine ich ja zu Ich brauche die dritt. gute Milch. Achso, Ich ach, brauche die ohne Mi gute ach, Milch. Milch, ich habe mich Ich habe verstanden. auch mich Nee, ich brauche verstanden. die Milch. Die gute Ich Milch. brauche die Milch, Alter. Schöne Ja, und Milchparty nicht. beim Dödeluhrwerk. Alter, bitte, ey.